Hallo Freunde des Geil YouTube Sports, grüß euch. Es gibt ein neues Infolog. Virus informiert. Das kommt mit dem Alter. Ja, Freunde, ihr fragt euch, okay, was will er mir jetzt erzählen und wie fange ich am besten an? Ja, ihr werdet gemerkt haben, dass ich jetzt gerade im Moment sehr, sehr unaktiv bin. Das hat aber auch Gründe. Nicht, weil ich keinen Bock oder keine Lust habe, sondern weil ich im Moment nicht die Zeit nehmen kann, die ich gerne hätte, wie andere Leute. Und jetzt komme ich auf die Uhr. Auf dem ursprünglichen Punkt, wo ich drauf hin wollte. Und zwar, ich arbeite auch nicht mehr für die Zeitarbeitsfirma. Nein. Des Weiteren bin ich im Moment, wenn ich aufstehe, auch schon wieder unterwegs. Ja, ich bin beim lieben Gamelo, hier Formel 1, Dude. Und Bollerwagen reparieren für den 1. Mai. Ja. Dann kommt jetzt eine Zapfanlage drauf noch, hat er besorgt und ja, wir müssen ein bisschen Kosmetik machen, weil er beim letzten 1. Mai ganz schön einen weggekriegt hat, nur oberflächlich mäßig, also der ist nicht komplett auseinandergefallen oder irgendwas anderes, ja, das haben wir auch Foto hier, ne, Digga. Ja, mehr auch. Dieser blöde Saft, sagt er. So, nehme ich mal was mit und gehe wieder in die Küche. Deswegen bin ich ja auf dem Vlog hier. So, ich habe einen neuen Job und ich ziehe um. Jawohl, deswegen nicht mehr irgendwann der Zahnarbeitszimmer. Das schaffe ich nämlich nicht mehr. Jawohl. Finde ich coole Sache. Puh, weil ich so fertig, ey. Ich bin am 8. So. Am 8. Mai ziehe ich um nach Köln. Moment, ich drehe mich mal so hin. Ja, und am 10. fange ich direkt an zu arbeiten. Und ja, mit dem Camillo und ich, mit dem Bollerwagen. Nicht du, Frodo. Du bleibst hier. Bus, Bahn, Köln. Ja, weil... ja, wie gesagt, wir wollen mit unserem Bollerwagen mal nicht nur hier oben rumcruisen, sondern wir kriegen noch Besuch aus dem Ausland, wo es ja, für uns auch noch hingeht. Wir treffen nämlich auch zwei Japaner, zwei echt waschechte Japaner. Und ja, ich kann es irgendwie immer noch nicht glauben, aber es ist wirklich so, weil hier drin ist der Arbeitsvertrag und der Mietvertrag. Das ist hieb- und stichfest, Freunde. Und ja, ich habe schon öfters mal was erzählt. Ja, und jetzt, um euch davon zu beweisen, dass das nee, alles so Tatsache ist, hole ich doch jetzt mal den ganzen Scheiß raus. Wattagame spielt auch wieder verrückt. So, und dann haben wir das auch schon, ne? Weil hier, da steht Arbeitsvertrag. So, mehr zeige ich euch nicht. Und ja, mega, mega. Da sind natürlich dann noch ein paar Blätter dabei von Leuten, die uns unterstützen. Okay, ich sag's euch. Logitech, Corsair, Codemasters natürlich. Und wen haben wir noch? Ich habe Game Machines. So sieht das aus. Ich freue mich wie Oscar. Ich kann es doch nicht glauben, aber es ist so. Vor zwei Tagen haben wir uns mal richtig schön die Kante gegeben, wo wir die Papiere dann endlich hatten. Scheiß hin und her. Umzug kriegen wir komplett bezahlt. Was ihr dann halt am 8. Und ja. Ob die Japaner kommen oder das so, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Es soll wohl so sein, dass es so ist, wie ich es gesagt habe. Ja, dann ich, wir werden, ich hoffe doch, dass wir ein bisschen Videomaterial zusammen kriegen. Wir haben zwei neue Kameras gekriegt für
ja, für Japan. Und wir kriegen noch zwei Laptops, wir kriegen noch, die kommt das Computer und Zeug. Und also ich werde auf jeden Fall Videos kriegen ohne Ende auf meinem Kanal. Da wollen wohl viele Videos kommen. Ich habe zwar einen Vlog-Kanal, aber ich weiß nicht, ob ich denen das sagen kann, dass die Videos nur auf dem Kanal laufen und nicht auf Virus. Muss man mal schauen. Ansonsten laufen dann halt auf Virus Visions, sein Kanal, Urlaubsreise, Promotionreise oder sonst irgend so weiter. Da soll, kommt auf jeden Fall noch genug Material für euch, auch wenn es gerade im Moment ein bisschen ruhiger ist. Finde ich ja schön, dass ihr mich alle von 300 76 Abonnenten runter auf 362 mich alle schön, dass ihr mich alle schon verlassen habt. Das ist doch nur YouTube, scheiß ich drauf. Nee. So, wenn ich was zocke, dann aus dem Grund, weil ich Bock habe einfach. Und entweder guckt ihr es euch an oder lasst es einfach fertig. Also mit 1000 Abonnenten oder sonst was, tatsächlich das nicht so eng. Weil damit heute großartig noch irgendwie groß werden oder Geld mitverdienen. Mal ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, selbst wenn man den Großen merkt man schon, dass sie nicht mehr so gut rüberkommen. Ja. Weil die alle ihr eigenes Standbein aufgebaut haben und damit ihr Geld verdienen und hobbymäßig dann YouTube betrachten als kleines Taschengeld halt. Ne, ist leider so. Die großen YouTuber, die nichts gelernt haben und haben dann direkt mit YouTube gemacht, die werden ihre Quittung noch bekommen. So sieht das aus. Frodo guckt mich an, Frodo guckt das Handy an, finde ich geil. Ja, auf jeden Fall, nö, Vertrag hieb- und stichfest. Irgendwo steht das auch drin, dass wir den Job nur kriegen, wenn wir umziehen. Das heißt, von uns wird es verlangt, dass wir umziehen. So, ja, wir werden auf jeden Fall privatmäßig 2 Wochen in Italien vor August, Juli. Ich denke mal, da kommt ein bisschen was zusammen. Schauen wir mal. Dann laut Aussagen deren sind wir auch auf der Gamescom. 4 Tage, nicht 5 Tage. Weil am 5. Tag wir nach Japan düsen. Für 3 Wochen. Ja. Wird also eine heiße Zeit. Und eine stressige Zeit. Ich bin gespannt. So, das ist jetzt im Moment, warum es ruhig wird. Ja, und da wir sind am ersten, nach dem 1. Mai. Ja, umziehen. Ja, Nachsendeantrag bei der Post einreichen und den ganzen Schnickschnack, der ist gerade dazu am Besorgen, Kartons, ja. Also es geht dann jetzt peu à peu. Ja, was soll ich sagen? Geil oder nicht geil? Aber endlich habe ich schwarz auf weiß, endlich habe ich es in der Hand und jawohl. Das heißt, wenn ich umgezogen bin, kann ich auch mit Japanisch anfangen zu lernen. Eher lohnt sich das, glaube ich, nicht. Den ganzen Stress hin und her. Und ja, ihr kriegt auf jeden Fall noch eine Roomtour von unserer Bude. Und ja, ich freue mich aufs neue Material, auf viele andere Sachen. Und hoffentlich gefällt es dem einen oder dem anderen. Und die jetzt bei mir noch bleiben und immer noch da sind und sagen: Alter, der Typ ist crazy, der ist ja cool drauf und drücken den Daumen und so weiter, weil die mich schon so lange beobachten. Ja, ich freue mich, dass ihr immer noch da seid, dass ihr mich zwischendurch auch mal vielleicht mal beim Video reinschaut, auch wenn es im Moment nicht so der Fall ist, weil ich nicht so aktiv bin, aber hey, dafür schiebe ich guten Content, das könnt ihr mir nicht sagen, dass es nicht so ist. Ja, und in dem Sinne würde ich einfach sagen, ja, viel Spaß damit und ich würde sagen, mir wird der Arm schwer. Ja, ihr wisst Bescheid. Wird noch ein bisschen so bleiben, dieses Ruhige. Ich habe zwar noch ein bisschen Material, das ich euch noch schmeißen kann zwischendurch, deswegen tue ich das gerade so ein bisschen hinauszögern. Also nicht jeden zweiten Tag, sondern dass da noch 2 Tage dazwischen sind, um euch ein bisschen Material, das ist nicht langweilig, dass ihr seht, ach, da kommt überhaupt nichts, weil ich gerade im Moment keine Zeit habe, was aufzunehmen. Transfusion, da kommen jetzt glaube ich noch 4 Aufnahmen. Dann gab es noch 3 Aufnahmen von Alien Isolation, Alien Colonial Marines. Dann ist das auch durch. Ja, und Formel 1 sind wir auch noch nicht dazu gekommen. Meine Webcam ist im Arsch, die ist kaputt. Ich weiß noch nicht, wann es eine neue gibt. Oder dass wir sagen, wir setzen uns dran.
Nach dem 1. Mai nehmen die schnell die zwei Rennen auf und ohne Webcam dann halt, aber das ist ja dann, wird mir auch scheißegal. Ich blende dann einfach irgendwo mal vielleicht unten ein Logo ein, ja, Virus. Ja, so ist das halt. Ja, also da kommt auf jeden Fall noch richtig geile heißes Zeug und ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir bleiben würdet oder wenn ihr jemanden erzählt, ey, hör mal, Virus, richtig coole Socke, guck da mal rein, lass mal ein Abo da, dann würde ich sagen, super Sache. Und dann schöne Grüße an die Leute, die hier oben im Umkreis um mich herum wohnen. Hi Thomas, hi Nerfy, hi Markus, hab ich jemanden vergessen? Johnny, du alte Pissflitsche, ja, so. Und die Leute sind auf jeden Fall schon eingeladen, mich dann zu besuchen in Köln, zu dürfen, ja, ja. So, ich würde sagen, das war's. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Virus. Ciao mit V. Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports. Grüß euch, euer Virus. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein schönes Kommentar da. Für andere Sachen gibt es dann einen Daumen nach oben. Und falls für mehr, dann einfach unten mal den roten Button klicken. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eurer Virus Visions. Ciao mit V.